der Tag nach der Batteriekatastrophe. Ich bin jetzt total beruhigt. Wir haben ja dieses riesige Starterding, das habe ich über Nacht geladen, das ist jetzt voll. Wir haben diese Powerbank für die Handys, die ist auch voll. Mit der habe ich gestern mal spaßhalber mein Handy geladen. Aus dem Fabrikzustand heraus mein Handy auf 100%. Also können wir gute Hoffnung haben, dass wir mit diesen 10.000 Milli Ampere oder irgendwas, keine Ahnung. Amperestunden und so, ne? was anfangen können. Wir haben jetzt sehr gut geschlafen in Australien, ja, also wie gesagt, die Hütte hier, die da, die heißt Australien, warum auch immer. Wir werden uns heute ausgesprochen viel Zeit lassen. Wir haben ungefähr 500 Kilometer bis zum Hotel. Und ich denke, wir werden so gegen Mittag hier losfahren. Gucken. Sodass wir abends um 20 Uhr im Hotel sind. So, und der weitere Plan ist dann Trondheim anschauen. Und dann denke ich, suchen wir uns eine kostengünstige, wunderschöne Ecke an irgendeinem Fjord, wo man 3 Tage bleiben kann. Heute ist Dienstag, da wäre dann Freitag. Und dann hätten wir quasi 5 Tage, wo wir uns ganz gemächlich nach Hause bewegen. Das sollte aus meiner Sicht gut funktionieren. Oder? Ja, und jetzt gibt's Frühstück. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir so eine Hütte schon mal von innen gezeigt haben. Also das ist im Prinzip so die ganz typische Anordnung. Es gibt hier immer mehrere Betten. Ja. Wobei es für Familien dann immer ein Ehebett unten gibt. Da bringen sie einfach eine Person mehr unter. Und dann eben so diese Doppelstockbettkonstruktion. Einfach Holz, normale Matratze. Im Prinzip ist man hier gehalten, seine eigene Bettwäsche mitzunehmen. Hier hätte ich jetzt die Betten beziehen können, beziehungsweise Ilona hätte das natürlich gemacht. Wir haben unsere Schlafsäcke genommen. Das ist unterschiedlich. Es gibt Anglerhütten, da wären Schlafsäcke nicht akzeptiert. Ja, also keine Ahnung, wie da die Regeln sind. So, ansonsten gibt es immer auf jeden Fall noch irgendwas zum Kochen. Kühlschrank ist nicht überall dabei. Ein kleiner Tisch zum Hinsetzen, entsprechend der Anzahl der Betten. Und dann eben mehr oder weniger Deko an der Wand. Das war's. Ja, keine Toilette, keine Dusche. Das gehört hier in diese Anglerhütten offensichtlich nicht rein. Ja, da sind die Norweger und die Schweden übrigens auch ziemlich robust drauf. Also Gemeinschaftstoiletten, Gemeinschaftsduschen, die, naja, durchaus auch mal unterschiedliche Qualität haben können. Hier, wo wir gerade sind in Korgen, ist alles blitzsauber, also wirklich blitzsauber. Ja, und die Duschen sind auch so, dass man duschen kann, ohne ringsum alles einzusauen. Also man hat quasi eine trockene Kabine, in der sich dann eine Duschkabine befindet, in der man duschen kann, ganz normal. Und wenn man rauskommt, kann man sich trotzdem im Trocknen die Hose anziehen. Das ist sehr angenehm. Ja, ich dachte eigentlich, dass wir mit solcher Art Unterkunft mehr Schwierigkeiten haben würden. Ich dachte, dass uns das mehr stört. Ja, also manchmal muss man ja auch nachts zur Toilette. Ging mir heute das erste Mal auf der Fahrt so und angenehm. Also es war nicht unangenehm, sagen wir es so. Ja, und auch Ilona schimpft weniger darüber, als ich dachte, wobei sie, glaube ich, doch mehr ins Hotel möchte. Für mich ist die Hütte der Kompromiss, weil Hotels hier immer erst so bei 85 Euro losgehen. Wenn man das jeden Tag macht, kommt schon Geld zusammen. So eine Hütte kriege ich im Schnitt für 50 Euro. Spart nicht viel, aber einiges.
Und der ganz große Vorteil für mich in einem Hotelzimmer ist, man irgendwo in einer Stadt, in einer urbanen Umgebung, die entweder was mit Durchreise oder mit Tourismus oder zu tun hat. Und das hier ist eben Camping. Ja. Also, wenn wir Gelegenheit haben und ich das darf, baue ich auch sehr gern das Zelt auf. Ja, das ist in 2 Minuten gemacht, länger dauert das wirklich nicht. Ich schlafe da wunderbar drin. Die Sitzgarnitur, die wir haben, tut absolut ihren Dienst, also perfekt. Ja, also diese Lavede-Alu-Konstruktion, dadurch, dass die so Lavede ist, steht auf jedem Untergrund, ja, die wackelt nie. Die steht halt mal schief, ja gut. Ja, alles in allem ist diese Art zu reisen gar nicht so schwierig, gar nicht so kompliziert, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Macht Spaß. So, Abfahrt aus Korgen, also von dem Campingplatz Korgen. War sehr schön hier, haben wir viel erlebt. Und jetzt geht's weiter nach Trondheim. Irgendwie ändert sich die Landschaft schon wieder. Jetzt ist es so reines Mittelgebirge, Ja. man kann hier sehr schön sehen, wie die Straße gebaut wird. Sie machen die E6 gerader und breiter, so wie man das mit den Flüssen auch macht, damit auf den Flüssen mehr Charterboote durchpassen, was dann hier adäquat die WOMOs sind. Soll heißen, in 10 Jahren kann man hier wahrscheinlich auch nicht mehr langfahren. Aber hier kann man sehen, dass man durchaus auch zügiger die Autos umleiten kann. Der LKW ist aber ein bisschen schneller als 50. Geschrumpft. Außerdem ist die Tour heute ja vielleicht auch einfach gewohnter mitteleuropäisch mittelgebirgig. Aber man hat so seine Gedanken. Ja, also man fährt hier so lang, Mittelgebirge, und da kommt dann ein See. Und da denkt man sich sofort, ach, hier könnte man doch mal mit dem Kanu langfahren. Und dann gibt es da eine Kette von Gedanken, die sofort kommt. Also wie kriege ich das Kanu hierher auf dem Dach? Ach nee, da will ich ja diesen Sarg anbringen, um da noch ein bisschen Gepäck unterzubringen. Also ist vielleicht eine Anhängerlösung doch günstiger. Und schon ist man wieder im Planen und macht gedanklich so Strichlisten, was sind die Vorteile dieser oder jener Lösung. Und es wird nie langweilig. Aber, also es scheint festzustehen, dass es scheint festzustehen, dass ich so eine Art Urlaub öfter mal machen will. Scherz, du kannst es jetzt nicht sabotieren. Was möchtest du machen? Stau auf der E6 mitten in der Pampa. Das ist bestimmt eine Baustellenampel. Wir bauen hier wie verrückt. Ist doch alle zu schön bezahlen. Naja, das tun wir vermutlich nicht. Mit dir Aber es auch. bestätigt sich das, was ich gestern vermutet habe, dass die E6 eben irgendwo an ihrer Leistungsgrenze ist. Und so kann die E6 auch mal aussehen. Das ist eine Baustelle. Schon was von einer Safari, oder? Jetzt verstehen wir langsam diese jungen Leute mit diesen
Defender. Genau, wir brauchen einen Defender. Ich habe es immer gewusst. Dass wir da nicht gleich drauf gekommen sind. Irgendwie hat das Auto wohl tatsächlich eine Meise. Jetzt eben zeigte er plötzlich an, dass der Kofferraum offen sei. Wir haben auch Schatz nicht im Auto. Wir haben auch tatsächlich angehalten und Kofferraumklappe war offen. Also sie war jetzt 150 Kilometer zu. 200 Kilometer zu und plötzlich ist sie auf. Das Auto spinnt. Oder irgendwo hat sich so ein scheiß Troll eingenistet und nagt jetzt an allen Gummis rum. Weil ich habe gehört, Öl und Gummi ist wohl das Größte für die. Also habe ich gesehen. Trollhunter heißt der Film, ja, um das nochmal zu betonen. Ja, immer noch auf der E6 unterwegs und hier so wieder im Süden, also nördlich von Trondheim natürlich noch, ist sie auch wirklich gut ausgebaut, also aktuell mit Straßenlampen und man kommt nicht mehr richtig vorwärts wegen der Womos. Hier fahren tatsächlich die LKWs deutlich schneller als die Womos. Hier deutlich erkennen. Wir haben vor uns ein Womo. Ja, da kommt noch mehr. Und die sind etwas schneller als der. Nee, das war auch an dem Weg am Fluss. Also auf dem Weg hat's so in 10 Plätzen gewesen. Das da vor uns sieht doch irgendwie aus wie so ein Aston Martin, oder? Ein Schal scheint aus jetzt. Das stimmt, die Trulle sitzt nicht drin, kein Schal. Also wird es vielleicht doch nicht James Bond sein. Oh doch. Das war James Bond. Nein, das war nicht James Bond, sondern es war Tom Selleck. Wer saß neben ihm, da sitzt da noch einer. Keine Ahnung, ich habe nur einen gesehen. Das wäre so schön gewesen, im Schatten der Kirche zu tanken. Aber internationale Karten funktionieren nicht. Was immer internationale Karten auch sind. Die nicht am Automaten, wir hätten schon drinnen bezahlen können. Ja, keine Ahnung. Jetzt? Das sind doch unbeschreibliche Ansichten, die wir da haben, oder? Unendliche Weiten, Schatz. Unendliche Weiten, genau. So, es ist soweit, wir müssen mal wieder tanken. Wir haben noch Sprit für 83 Kilometer, aber das wird dann hier in der Gegend doch ein bisschen heikel. Wir wissen nicht, in welchen Abständen die Tankstellen sind und wo noch genügend Umwege haben. Und außerdem hoffe ich, dass es bei Esso ein Würstchen gibt. Ich habe die Flasche jetzt eingeweiht.
jetzt eine richtige Stadt. Also hier gibt es richtige Neubauten und. Aber es ist immer noch kein Fjord, es ist immer noch ein See. Echt? Ja. Wir sind jetzt auf 85 Kilometer, nee, eigentlich auf ungefähr 100 Kilometer an Trondheim ran. Haben jetzt noch 85 Kilometer vor uns. Und bisher sind alles Binnenseen, also es geht noch nicht wieder los mit den Fjorden, aber ich glaube voraus sieht es jetzt langsam wieder norwegischer aus. Wir haben jetzt eine Außentemperatur von 20 Grad, totalen Sonnenschein, sodass es hier im Auto eher zu warm ist. Und wenn ich das so mir angucke, es geht ein ordentlicher Wind, sodass das heute mit Drohne bestimmt wieder nicht so richtig was wird. Was mir durch den Kopf gegangen ist, wir hatten ja gestern die ganze Zeit mit dem Strom zu tun. Und was haben wir vergessen? Wir haben vergessen, die Drohne zu laden und wir haben vergessen, das Einrad zu laden. Das holen wir heute im Hotel aber nach. Das sind jetzt schon Gezeiten, also das hier ist Ebbe, ganz klar. Wir haben also wieder die Fjorde erreicht. Weg lang fahren und da steht 1,5 Kilometer halbwegs abbiegen auf bewegen. Und dann fahren wir wieder zurück und dann will er einfach den nächsten Weg lang. Diesmal steht bisher noch nicht verboten. Da links. Und wir müssen uns an irgendwelchen Häusern vorbeischlängeln. Da vorne steht irgendein Verkehr. Jetzt. Oh, meiner sagt, ich bin falsch. Ist mir egal. Deiner sagt das auch, dass ich nach rechts muss. Ist ja schwierig. Ne? Na, dann fahren wir da rechts lang. Also wobei, der sagt doch beide Richtungen. Er sagt, er will wenden. Und meiner sagt auch, ich bin falsch. Na, dann fahr da lang. Boah, da fahren wir auf den Hof. Ne, dann wende jetzt hier. Warte mal, guck mal. Hey, beide sind jetzt verwirrt. Die sind nicht verwirrt, die sind stur. Naja, vielleicht haben sie auch recht. Da hinten ist das Hotel, also ich vermute, ich muss auf Wasser zurückfahren. Ich habe vorhin eine andere Straße. Wo hinten ist das Hotel? Da ist jetzt eine Sackgasse. Ja, dann wende doch mal. Ja, soll ich hier auf den Hof fahren? Ja, natürlich. Warum bist du denn eigentlich so entnervt? Na, Schatz. Kannst du mal rechts gucken, weil die Büsche gehen? Wenn ich jetzt mit dem Rad schrei.
rüberkommen kann ich, gell? Ja, kannst ganz rum denken. Ganz rum. Ist ganz rum. Ja, passt. Wir fahren noch ein Stück. Dann kann ich jetzt gerade runter. So, jetzt los, Leute. Bitte orientieren Sie sich anhand der Karte. Nein, du fährst jetzt hier rechts rum. Ein bisschen langsamer, dass das nicht so sehr staubt. So, halt mal. Halt mal da an der Kreuzung drin, dass man ein bisschen was sehen kann. Weiter auf der Route. Scharf links abbiegen. Auf dem Hof lande. Ja, und beide wollen nach links. Sollen wir fahren? Na klar. In 1,4 Kilometer halb links abbiegen auf Blumen. Warte, jetzt lass hier kann ich doch wenden. Ja, lass mich fahren. Ja. Bitte. N. Bitte. Weg. Weg. Eingeben. Einsetzen. Suchen. Route. Los. Route wird gestartet. Ziel, Zwiebergwegen. Weiter Richtung Süden auf Malweg wegen. Ich kann nicht lang. Zwiebergwegen geht nicht, Malweg wegen geht's nicht. Hier ist noch eine fette gelbe Straße eigentlich dran. Lass uns mal lesen, was da unten vom Hotel steht. Gleich an der Ausfahrt hier rechts war was mit Hotel. Malweg hat ein Hotel, das ist nicht unser Hotel. In 200 Metern rechts abbiegen und dann links. Bitte wenden. Meine Güte, rechts. Jetzt rechts abbiegen und dann links. In 100 Metern links abbiegen. Links abbiegen auf Blumen. Jetzt links abbiegen. In 1,3 Kilometer links abbiegen auf Blumen. In 200 Metern links abbiegen. Ja, kein Wunder, wenn links abbiegen ist da. Auf Blumen. In 2,7 Kilometer rechts abbiegen auf Zwiebergwegen. Weiter folgen. Meine hat die vollständige Hotelliste drin.
gerade sagen, hier scheint das keine hässlichen Gegenden zu geben, ja? Ja, aber hier, guck mal, hier ist die Straße eigentlich eingezeichnet und ich habe noch keine Straße gefunden. Also eine andere Straße, eine Tankstelle. Weil sie gerade dabei sind, den Berg wegzusprengen. Ja, geradeaus. In 200 Meter den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt auf Zwieberg wegen verlassen. In 100 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt auf Zwieberg wegen verlassen. Gerade rüberfahren. Nehmen Sie die erste Ausfahrt. Gerade rüber, meine hat die richtige Adresse, dann ich hab's rausgekriegt. Jetzt den Kreisverkehr verlassen. In 1 Kilometer Ankunft Zwieberg wegen. Western Staff Hotel. In 200 Metern rechts abbiegen und dann links. Geradeaus. 150 Meter. Also, wir finden das Hotel nicht, haben aber einen klasse Ausblick hier. Wir haben das Hotel gefunden. Vereint. Also, eigentlich hat Apple das gefunden. Google hat aber die grobe Richtung wenigstens gewusst. Das Auto. Aber nur weil mein Internet alle ist und ich so lange gebraucht habe. Das Auto hat uns haufenweise auf private Feldwege mit 45 Grad Neigung gebracht zu wunderschönen Hütten, die videoüberwacht waren und wo es verboten war, hinzufahren. Eine Katastrophe. Wir sind in Europa. Leute, was bauen die da? Private Hügel. Ach so, und offensichtlich sprengen die Norweger so viel Berge oder so lange Berge weg, bis das Land hier aussieht wie Holland. Hallo.